Moin, moin. Also Sebastian geht's nicht so gut. Ja, immer hereinspaziert. Ah, Marco kommt jetzt heute auch mal vorbei. Ja, das ist aber schön. Garantiert bedient er sich hier. Dachte ich eigentlich so als erstes so, zack, essen, geil. Moin, moin, Leute. So. Spaß, geht runter. Ja. Bisschen arbeiten müssen wir ja trotzdem. Solange jetzt alle da sind, komm. Sonst sind wir gleich wieder dermaßen gestresst. Okay, können sich alle nehmen, wie sie wollen. Marco natürlich gleich wieder ran da. Bei Marco dachte ich eigentlich eher, dass er halt ein Stück nimmt, das hier stehen lässt und den Rest nimmt. Bridget. Brigitte. Nein, heute nicht. Ist hier eine reine Männerparty. Na, Dominik? Ja, Dominik. Dominik. Warte mal, Dominik ist da eigentlich Jungsdame und Dominik ist, glaube ich, die weibliche Version gewesen. Kann das sein? Habe ich gerade irgendwie so im Gedächtnis. Okay, Sozial geht hoch. Sehr schön. Das freut mich sehr. Nee, oder? Es ist noch Essen da. Und er kramt im Mülleimer nach Essen rum. Was ist da los? Was ist los mit dem Mann? Ich verstehe es nicht. Mal schauen, was er heute findet. Ein Kaffee. Brigitte. Bitte, Brigitte. Ja, und du machst hier alles wieder dreckig. Was für ein Benehmen. Nee, doch kein Kaffee. Was hat er denn hier gefunden? Haferbrei? Wir haben nie Haferbrei gemacht. Was findet der in unserer Mülltonne? Er findet Sachen, die wir gar nicht gemacht haben. Portion nehmen. Komm. Achso, er hat sich gerade ein Buch genommen. Oh, räumt da gerade um. Okay, sehr schön. Achso, von unten, wa? Oh Gott. Sebastian, komm mal nach oben, das wird dir nicht gefallen, was du da unten hörst. Manne? Ist was? Ein Gericht nehmen. Du hast Hunger. Bitten einzuziehen. Nein. Nein. Gemeinsam. Foto können wir mal mit Marco machen und romantisch. Hallo? Nein, wir können Polizisten Witz erzählen. So, jetzt springen sie alle nach unten. Was ist da los? Ja, feuert ihn mal ein bisschen an. Du bist super. Hör nie auf zu spielen. Oder so. Keine Ahnung. Ja. Also mal unter Männern muss auch mal sein, ne? So, wie viel ist noch übrig? Ah, jetzt machen wir Foto. 5 Stunden noch. Ist das noch gut? Dann könnte das eventuell Isabella noch essen. Eins übrig. Genau. Wisst ihr, was wir rufen noch schnell zum Essen? Kann sich noch einer nehmen? Das Ding? Was ist denn da los?
Ich dachte, er ruft zum Essen, damit, damit irgendein anderer das nimmt. Mann, ey. Was machst du? Nee, weil ich hab vor, Schatzü ist ja auch bald wieder da, dann werde ich was Schönes kochen. Danach und, was kochen wir denn Schönes für Isabella, wenn sie nach Hause kommt? Rührmischbeck. Würstchen und Bohnen. Na, das wird im Bett nachher super. Eiertoast. Gruselkekse. Buntbarsch in der Pfanne. Käse, Augäpfel, auch nicht schlecht. Zombiekuchen, nee. Arme Ritter. Arme Ritter ist auch nice. Kepper, ein Top, auch nicht schlecht. Chili. Geschwärzter Barsch. Okay. Omelette. Oh ja, Omelette. Oh ja, Omelette finde ich super. Omelette. Kochen wir danach. So, so. Aber bevor wir das kochen, sollten wir vielleicht erstmal alle rausschmeißen, wa? Nicht, dass sie sich denn hier gleich bedienen. Okay, okay, jetzt gehen sie. Ja, perfekt, Leute. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. War schön, dass ihr da wart. Und so. Das soll gleich wieder aufräumen. Ja, was soll's. Okay. Er muss auch los. Dankeschön. Achso, ja. Die Leute, ey. Schatz, süß zu Hause, oder? Hallo, kann ich das hier? Kann ich nicht nehmen. Schatzü? Ach schön, du bist da. Sie wurde befördert, sehr schön. Ja, sehr nice. Berufspianistin. Das ist schön. Von 14 bis 21 Uhr, okay, dann muss auch nicht mehr allzu lange arbeiten. Also, was heißt nicht allzu lange? Obwohl, von 14 bis 21, das geht sogar. Gar nicht so schlecht, finde ich gut. So, Manne. Wie sieht's aus? Träume nicht. Koch lieber, okay. Es tut mir leid, du kommst gerade von Arbeit, aber... Ja, sorry. Muss erstmal ein bisschen den Müll wühlen. Dann darfst du auch ein bisschen spielen, weil die gerade danach ist. Ausnahmsweise mal. Jetzt aber wegwerfen. Und dann noch schnell... erfrischende Dusche nehmen. Bis dahin ist das Essen fertig. Das kann jetzt hier weg. Das schnuppert gut, ne? Wir haben zwar absolut keinen Hunger, aber wir können eigentlich gleich mal zum Essen rufen. Solange Schatzi noch duscht, können wir da ein bisschen programmieren oder auch Gitarre spielen. Das wäre jetzt genauso gut gewesen. So. Das ist ja schon fertig. Okay, hat sich gar nicht gelohnt. Alles klar. Dann einmal zum Essen rufen. Sie geht nach Pushen. Wunderbar. Also was heißt wunderbar? Auch gut. Jetzt unterbricht sie das Pushen und wäscht sich nicht die Hände. Schmutzige Mieze. Okay, Schatzi ist befördert worden. Sie ist Berufspianistin. Oh, ja,
Okay. Das scheint Ihnen zu schmecken. Schön. Ich bin gerade was am a Überlegen, bass. was wir eigentlich noch so machen können. Was habe ich vorhin gesagt? Zum Sport nochmal gehen, ne? Wie sieht's denn aus? Hat Schatzü morgen. Nein, hat sie nicht. Na gut. Dann machen wir es so. Schatzi Roche geht ja and the morgen wieder zur pigs. Arbeit. Und am Morgen Oh, übt sie you have the erstmal horm. und And the wir, me wenn sie auf Arbeit plurma. ist, gehen dann zum Sport. Oh, Tanoba. Finde ich eigentlich Sarpava eine belong. ganz gute Idee. Gut, gut. So, nehme ich hier auch gleich hin. Zack. Dann kann sie noch mal ein bisschen flirten und einen Kuss hauchen. Oh, Sarkini. Ah. Okay, das möchte ich eigentlich nicht unterbrechen, das Flirten. Nee, komm, wenn sie plaudern, dann lass erstmal plaudern. Er ist schmutzig und braucht Spaß. Ich weiß, wie wir Spaß haben können. Wir sind gerade auf einem guten Weg. Das kommt spät bei ihr an. Judith. Rinka Shalbo. Spobani. Jessene. Okay. Quas. War nicht gerade. Ach ja, Spaß war gerade. Achso. Kenneth. Okay, Spaß ist kurz hochgegangen. Er geht jetzt duschen, das ist schön. Was macht sie? Sie liest. Okay. Dann lass mal lesen. Solange wir duschen oder auch baden und in der Wanne spielen. Mal gucken, ob man es jetzt wieder sieht, dass das Wasser aus der geschlossenen Tür spritzt. Da. Habt ihr gesehen? Ja. Ich weiß nicht, ob man das bei YouTube so gut sieht, aber ich glaube ja. Okay. Das war schon? Also, ah, okay. Nee, träumt sie nur weg. Auch gut. Hoffentlich liest du nicht ein altes Band. Band 2. Das könnte sein, dass sie da gelangweilt ist. Welches Level ist sie denn eigentlich in Gitarre spielen? Alter, ich muss immer wieder suchen. Ich kann mir das nie merken. Okay, Musikproduzentin. Okay, cool. Klavier ist 7. Geige ist 8. Okay. Ist ja ziemlich ausgeglichen. Okay, Schatzi bringt noch Müll raus. Danach noch schnell Hände waschen. Wie spät ist es? Nach 0 Uhr. Okay. Und dann, natürlich, wie soll es anders sein? Geh ruhig hin, trau dich. Wie sie stolziert, herrlich. Sie ist energiegeladen und ein bisschen verspielt. Das kann interessant werden jetzt. Mal gucken, ob sich dabei was ändert. Knack. Meine Schulter hat gerade geknackt. Weiß gar nicht, ob man das gehört hat, ich glaube aber nicht. Aber nee, ich glaube es wie immer, ne? Ich glaube es wirklich wie immer. Okay. Ich dachte, es geht jetzt hier irgendwie besonders ab, irgendwie sehr schnell oder keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird Manne wie ein Pferd. Das kann ja nur Gutes bedeuten. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Yay, und sehr verspielt danach. Auch gut.
Er muss pinkeln, ne? Ja. Gut, okay, wenn ihr beide jetzt gleich wieder wach seid, dann gehst du pinkeln. Wie verrückt aufwischen kann sie? Sehr verspielt. Alter, was ist denn los mit euch? Beide so verspielt. Ich hab doch gerade im Bett gespielt. Was ist denn da los? Und sie wartet jetzt. Sag mal. Würdest du nicht gerade noch aufwischen? So. Danach schlafen. Meine genauso. Schlafen. Auch wenn du aufgekratzt bist, aber. Ja. Ihr braucht die Energie. Gut. Sehr, sehr gut. Hatten wir hier... Nee, wir haben nichts aufgenommen. Ah, stimmt. Warte mal. Schatzi sollte doch ein Video hochladen, ne? Wegen der neuen Spielekonsole. Okay, beide verspielt. Du gehst aber erstmal das Elfenbein kitzeln. Oder besser gesagt, wie immer. Stream starten. Und dann das Elfenbein kitzeln. So, Manne. Du kannst... aktualisieren und zu Simstagram Story was hinzufügen. Sonst nehmen uns das wieder unsere Fans übel. Danach kannst du gerne die freiberufliche Arbeit fortsetzen. Schatzi streamt gerne in Unterwäsche. Kein Wunder, dass sie so viele Follower hat. Ganz ehrlich. Ach, schön. Gut. Beide wieder am Arbeiten. Aha. Wadida. Ja. Wissen wir? Über 5000 Follower. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gut. Dann, wie lange hat sie noch? Wann muss sie auf Arbeit sein? 5 Stunden. Okay, ist noch ein bisschen. 25%. Hallo, Manne. Das ist ein Unternehmen. Okay. Ja. Okay. Ja, das können wir gerne machen. Das können wir gerne machen. Dann wissen wir, was wir heute noch machen. Wir lassen die Drohne mal in die Nachbarschaft fliegen. Und, ja, laden das dann als Reisevideo hoch. Wahrscheinlich wieder, warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken, wahrscheinlich wieder unbearbeitet. Ja, ja doch, okay. Achso, das ganze Geld, was jetzt reinkam. Von den Videos und so. Ja, sehr cool, also macht schon echt Spaß. Wenn das wirklich so gehen würde, wäre es echt nice. Und wenn das auch so in Euro-Beträgen wäre, was man so immer kriegt, Alter, dann wäre ich jetzt schon selbstständig. Ganz ehrlich, das wäre mega. Okay, 75% erledigt. Sie muss auch gleich nochmal pushen, bevor sie auf Arbeit geht. Wie lange hat sie dann eigentlich? Ach, 4 Stunden noch. Komm, dann können wir das Auge mal ein bisschen traktieren und ausgehen lassen. Also hier die Drohne. Nicht das Real-Auge. Das wäre nicht so schön.
10. Nee. Aufleveln kann es jetzt nicht mehr, dafür ist es nicht weit hier noch. Okay, Alter, fast 6000 Follower. Okay, meine ist auch fertig. So. Okay, jetzt kannst du, jetzt habe ich gerade nicht mehr auf die Zeit geachtet. Okay, er danced up zur Musik, das ist schön. Wenn einmal verwirrt, wer ist denn da jetzt? Wer bist du? Manne? Achso. Was er? Hallo? Wer ist er denn? Ben? Freundlich vorstellen. Mal gucken. Das machen wir aus.